MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Das nächste Kartenprojekt läuft an und zwar, wie man unschwer erkennen kann, auf der schönen Karte Manningen. Wir beginnen mit der niedrigsten Linie, zumindest im Zahlensystem, Linie 13, vom Krankenhaus in Einsteindorf zum ZOB nach Manningen über Poppingen Bahnhof. Wir fahren das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit. Besonderheit an der Stelle ist, dass der ZOB in Manningen umgebaut wird und wir an einer Ersatzhaltestelle an der Eisenbahnbrücke halten müssen. Macht aber nichts. Wir fahren die Version 1.1, die aktuell im OMSI-Forum erhältlich ist, also die aktuellste Version. Das doppelt sich, ne? Die aktuell erhältlich ist und die... Ah, ist egal. Naja, V2 ist in Arbeit, Sebibo ist da mit seinem Team ganz stark dran und ich hoffe ja, dass ich eine Vorabversion bekomme, so wie wir das damals mal besprochen haben. Aber mal gucken. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mit einem schönen Facelift erstmal Linie 13. Ja, ja. So, Vorratsdruck hat er noch nicht genug. Bauen wir noch ein bisschen was auf. Na, schon mal Fahrgast-Innenraumbeleuchtung an. So, jetzt haben wir genug Vorratsdruck, ne? Ja. Ja, passt doch. So, Abfahrt ist 16.40 Uhr. Mal gleich die Uhr ein bisschen vorstellen. Dieses Mal auch in der Pausenvariante. Hallöchen. Gut doch. Eine kurze Fahrt, bitte. Eine kurze Fahrt? Ja, hier. So, das spart man sich. Hallo, junge Dame. Ja. Ich hab keinen langen Weg. Da Gott möge ein Auge auf Sie haben. Ja. Vielen Dank, ja. Junge Frau. Ja. Hallo. Hi, ja. Hätte gerne Fahrschein. Nee, ja, hier. Da. Da war ich. Was ist denn da? Was bist du denn? Ah, du bist die 76. Nach Meloningen zum Südbahnhof. Genau. Ja, gibt's ja auch noch. Meloningen. Oh, wei. Fängt schon gut an hier. Ja. Ich würde sagen, wir fahren jetzt auch los. So, fertig. Ach ja, Manningen, das nächste Kartenprojekt. Es musste irgendwann kommen. Ich habe es ja angekündigt im Community Hub. Und ja, ich weiß nicht. Die Karte ist immer noch einzigartig, kann man sagen. Deswegen schauen wir uns diese komplett an. Wie wir das mit anderen Karten machen oder wie ich das mit anderen Karten mache. Nächster Halt. Buschmusch. Buschmusch, genau. Wie das mit anderen Karten läuft, muss ich ehrlich sagen, weiß ich noch nicht. Andi hatte ja schon kommentiert, das könnte ja dann sehr interessant werden mit Alheim und Laurenzbach updated im Vergleich zu Ruhrgebiet und so. Ich weiß aber noch nicht, ob ich ob ich das so durchziehe. Wisst ihr, mit jetzt so alle Karten mal anschauen. Könnt ihr ja mal was zu in den Kommentaren schreiben, ob ihr da Bock drauf hättet, vorlegen, dass wir uns nach und nach mal so ein paar Karten anschauen. Mit allen Linien, Alheim-Laurenzbach updated, Ruhrgebiet, Wuppertal, Lemmental und sowas. Oder ob ihr sagt, nee, da haben wir keinen Bock drauf. Gucken wir mal, was die Kommentare so bringen und dann, schaue ich mal. Was auf jeden Fall wieder gemacht wird, sind Wünsche. Und oh, da. Alles in der Kürze liegt die Würze. Ja, genau. Heute Abend bei mir. Ja, in der Kürze liegt die Würze, genau.
Wünsche sowieso sind davon ja nicht betroffen. Wenn ihr Kartenwünsche habt, Kartenfahrzeuglinie, einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde ab sofort dann auch kommentieren, ob ich den Kartenwunsch fahre oder nicht. Oder ob ich da... ob ich den Wunsch etwas verändere oder sowas. Aber das werdet ihr ja dann sehen. So, ich würde gerne hier lang. Nächster Halt. Stadtwald. Stadtwald. Oh, die Sonne geht mir echt auf den Keks, ne? Hasse das. Ja, und dann müssen wir einfach mal schauen, wie dazu weitergeht. Jetzt erstmal Manningen. Ich habe es, wie gesagt, angekündigt. Hab da auch so einen kleinen Tipp gegeben mit die nächste mannige Karte. Da war ja schon ganz klar, was ich meine. Aber wir gucken mal, was dann eventuell als nächstes kommt. Zwischendrin natürlich dann auch eure Wünsche, wenn ihr welche habt. Und boah, das kriegen wir gemeinsam schon irgendwie gebacken. Stadtwald. Bin die Tour Richtung Poppingen Bahnhof schon gefahren oder bis Poppingen Bahnhof. Ich kam nur nie am Bahnhof an, weil mir fehlten Objekte. Also da müsst ihr echt drauf achten. Am besten ihr nutzt da OMSI Map Tools. Denn auch wenn die Karte läuft, heißt das nicht, dass auch alles da ist. Ich hatte hier alles und kurz vor Poppingen Bahnhof hatte ich dann ein riesen Loch in der Karte und dachte, toll. Deswegen Map Tools benutzen, einmal drüber jagen nach Installation und dann passt das. Bom, bom. Nächster Halt. Lukas Lörrich Allee. Tunnel. Da können wir schön reinrollen. Na? OMSI? Ah. Steh ich ja mega drauf, wenn OMSI das macht, ne? Also Manningen wird sehr spannend, sich nochmal alle Linien anzuschauen. Ich glaube, ich muss dazu nicht viel sagen, warum das interessant wird. Diese Karte hat Wellen geschlagen in der OMSI-Community. Sie hat an Berühmtheit gewonnen, auf Hallo. Die ein oder andere Art und Weise, Hallo. Positiv wie negativ. Tag auch! Tag auch! Hallo! Ich weiß es schon gar nicht mehr, was für ein Ticket ich halte. Ja, das ist... ein Ticket für kurze Wege. Dank. Da, ich bin kein Roboter. Ja. Alles schön. Gibt ja sogar eine Anleitung in der README, wie man die Standard-Fahrgaststimmen einfügt und sowas. Wobei, ich finde ganz ehrlich, also Manningen mit Standard-Fahrgaststimmen... wie langweilig. Das will doch niemand. Also niemand, den ich kenne. Poppingen Bahnhof. Umsteigemöglichkeit in den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn und in Richtung Thalesstraße, Clara-Schumann-Straße und Hermann-Platz. Ach, schön. Die vielen Ampeln. Ich als permanenter rote Ampel-Überfahrer genieße natürlich diese Aufmerksamkeit hier, die Ampeln mir entgegenbringen.
um mir zu zeigen, ob ich fahren darf oder nicht. Ja. Oder an die Ampel. Genau, bis hierhin ging das auch mit der einen Tour. Ich hatte da auch schon ein bisschen was aufgenommen. Aber dann war halt Ende. Jetzt kann ich auch einen Fuß von der Bremse nehmen. Ach ja, wie gesagt, die Karte ist sehr speziell. Zu Manning muss man eigentlich überhaupt nichts sagen. Diese Karte spricht für sich in allen Punkten. Wenn die da jetzt rot kriegen, dann müsste ich doch jetzt gleich dann grün kriegen, oder? Wie sieht das aus hier? Ich habe schon Kollegen hinter mir stehen. Oh! Wollte eigentlich gerade gucken, wer hinter mir steht. Geht aber nicht. Da hatten wir nämlich grün, aber wir können theoretisch gleich am Bahnhof gucken, weil der Kollege fährt auch über den Bahnhof. Ja, jetzt sehe ich es auch. Also hier hat mir einiges, hier haben mir einige Objekte gefehlt. Ich glaube aus Tettau. Die dann natürlich die Problematik ausgelöst haben. Also hier die Ampel und alles, das war schon gar nicht mehr da. Das war alles überhaupt nicht da. So, genau, und dann der Lidl, der hat auch gefehlt. Hier das Discounter-Set und so. Jetzt können wir mal gucken, wer hinter uns ist. Oder war? Hey. Oh, große Stadt. Hättest du was Kurzes? Danke. Mann! Grüß Gott, mein Lieber! Ja. Also der Kollege hinter uns ist jetzt verschwunden. Ernsthaft jetzt? Bin ich aber kacke jetzt. Nee. Ja doch, und da kommt jetzt ein neuer oder was? Ach nee, der hat die Grünphase wahrscheinlich nicht gekriegt, ne? 65E, jetzt kommen sie da alle. Eine kurze Fahrt, bitte. Danke. Der hat die Grünphase nicht erwischt. Der müsste jetzt aber auch hier... Genau. Na komm, wir warten mal noch auf Umsteiger. Wenn wir denn Umsteiger haben. Ah, die wollen aber alle schon in die 65E. Alles klar, dann fahre ich entsprechend weg. So, ich darf hier in die Wände schleifen. Nächster Halt, Burgartstraße. Und fahr halt so zurück. Hui, ja, das geht doch gut, seht ihr?
Ich bin so gespannt auf die V2. Also, ich bin mir sicher, dass die gut wird. Und wieder rot. Ja, an Ampeln mangelt es hier einfach wirklich nicht. So. Fahren Sie auch mal los? Hallo. Bin ich zu spät? Ich hätte gerne einen Fahrschein. Einen. Was heißt denn hier, fahren Sie auch mal los, du Olle? Ich bin pünktlich. Unglaublich. Nächster Halt. Hoffingen Universität. Genau. So, Licht können wir ausmachen. Junge Frau, Sie kommen ein bisschen spät nach vorne, ne? Also ich hätte jetzt, ohne Haltewunsch wäre ich weitergefahren. Da müssen Sie in Zukunft ein bisschen drauf achten. Nächster Halt. Manningen JVA. Umsteigemöglichkeit in Linie 65 Richtung Mackenrode Campus und Linie 45 Richtung Messe. Ja, super, jetzt stehen wir hier. Was bin ich dankbar für die Busspur. Warum fährt der da vorne über die Busspur? Der hat gar... Aua. Da, der auch. Die haben gar nicht so vor Busspur zu suchen. Ach, die fahren da alle rüber. Endet da die Busspur oder was? Oder ist da auch eine Rechtsabbieger? Ist doch die Kurve. Kann aber, hä? Was macht ihr alle auf der Busspur? Das ist eine Busspur. Ah, wobei, ist keine durchgezogene Linie. Weiß ich jetzt nicht. Muss die Linie durchgezogen sein bei einer Busspur? Doch, eigentlich ja, ne? Ach, die ziehen jetzt hier rüber wegen der, ja, wegen der Baustelle auch. Klar. Okay. Ja. Ja, alles klar. Gut. Ja, Busspur aufgehoben. Ja, okay. Ah, wie gesagt, eine Busspur, hat die nicht eigentlich eine durchgezogene Linie? Meine doch. Liebe Manningenbauer, Busspuren, durchgezogene Linie. Wenn da jemand was anderes weiß, in die Kommentare. Bitte, danke. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ach, Omsi. Mag keinen Scheiß. Ich hasse das. Ja, nebenbei schön meinen Kapu trinken. Karamell. Bocant Cappuccino.
die fädeln sich da jetzt alle wieder aus der Busspur raus. Okay. Ja, meine Wenigkeit ja nicht. Ich bin ein Bus, ich darf hier bleiben. Gut, man hat jetzt hier keine durchgezogene Linie genommen, dafür etwas dickere Straßenmarkierung. Oh, ein AGG 300. Der fährt hier auf Linie? Echt? Ohne Witz? Ja, dir habe ich natürlich keine Hofdatei gegeben. Aber gut. Ich glaube, der wusste auch nicht so richtig, wo er hin will. Bei den hatte ich jetzt aber auch nicht so auf dem Zettel, den AGG. Nächster Halt, Neuklotzstraße. Hier auch Baustelle. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, ne? Omsi! Wenn du mir da jetzt eine Karre hinspawnst oder so, ne? Ich deinstalliere dich. Auf der Stelle deinstalliere ich dich. Ich lasse alle dabei zusehen. Hier die Straßenverläufe so sehe. Baumgarten könnte ich auch mal wieder fahren. So, hereinspaziert. Tach! Hallo. Hallo. Der. Einmal Kurzstrecke, bitte. Danke. Wo haben Sie mein Ticket? Da. Danke. Mini. Also das ist ja wieder typisch hier, ziemlich muss da ran. Man macht immer nur auf Fahrt, die voller sich. Alter! Die Straße muss fahren. Nächster Halt. An dem ein Platz. Vor dem Lernfahren erschrecke ich mich immer wieder, obwohl ich weiß, dass es hier auf der Karte so laut ist. Boah! Ich erinnere mich, wir haben, da muss ich immer an den Manningen-Livestream denken, den wir gemacht haben. Der war ja so ultra lustig. Da bin ich von GTD, genau, vom Kai, bin ich geradet worden an dem Abend. Weiß ich noch. Liebe Grüße an der Stelle. Ich glaube zwar nicht, dass du den Kanal hier noch verfolgst. Ich glaube auch nicht, dass du ihn abonniert hast noch. Und wenn, dann danke. Aber nee, glaube ich eher weniger. Der hat auch Besseres zu tun, als meinen Kanal hier zu gucken mit Omsi oder ETS2. Aber gut. Jedenfalls. Ach komm, wir können die Tür aufmachen, so lange. Merkt ja nichts. Ja, jetzt immer natürlich grün. Super. Dann das.
Genau, da bin ich geradet worden von Kai. War auch total cool. Nächster Halt. Manningen zentraler Bursthof. Umsteigemöglichkeit in Richtung Mösendorf, Haferscheid, Reußendorf, Müllhausen und Newtendorf. Dieser Bus endet. Genau, hier. Da können wir aber nicht alle aussteigen. Halten. Jetzt brauchen wir nämlich die Hilfspfeile, weil wir müssen. Ach, nee, er zeigt es auch in Omni-Navigation an, die Ersatz. Den Ersatz. Den Ersatzbahnhof hinter der Eisenbahnbrücke. Ach, das hat man da eingerichtet. Das ist cool. Das ist... Oh, da hat man sich was bei gedacht. Das ist ja nett. Da hat man dann den Parkplatz genutzt, um hier Ersatzhaltestellen einzurichten. Das ist... das hat was. Ja, mit den Parkbuchten und so. Danielen war aber. Dann lasse ich euch hier mal raus. Und dann müssen wir gerne mal gucken, stellen wir uns auf den Pausenplatz. Da ist der Pausenplatz, das habe ich jetzt zu spät gesehen. So. Ja, Fahrplan will er jetzt irgendwie nicht abgeben, dann mache ich das selber. Macht ja nichts. Was hat's gemacht? In diesem Sinne sehen wir uns dann in der nächsten Folge entweder auf Manningen oder in einem eurer Wünsche. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.